Das Thema Nachhaltigkeit hat auch in der heutigen Zeit nicht wirklich an Aktualität verloren. So hat sich auch der Verein Infinity Bonn dieses Thema auf die Fahne geschrieben. Das Besondere an dem Verein ist das Konzept des Social Entrepreneurship. Eigentlich wollte ich Infinity Bonn bei einer ihrer Müllsammelaktionen begleiten, doch dann kam Corona, beziehungsweise die Corona-Maßnahmen, was mir einen Dreh unmöglich machte. Deswegen habe ich an einer ihrer Online-Teamsitzungen teilgenommen und dort meine Fragen gestellt. Die Idee von Infinity ist ja eine recht besondere, diese Idee Social Entrepreneurship, also soziales Unternehmertum mit Nachhaltigkeit zu vereinen quasi. Vielleicht könnt ihr das auch noch mal kurz vorstellen. So, also was kann man sich darunter vorstellen? Was ist das genau? Wir sind in dem Fall ein gemeinnütziges Unternehmen als Verein, der ein Produkt oder eine Dienstleistung bereitstellt, die quasi für den Kunden einen Mehrwert hat, für uns und für die Umwelt. Ich würde sagen, das ist so ungefähr das grobe Konzept von sozialem Unternehmertum, dass man quasi eine Win-Win-Win-Situation hat. Und dieses Produkt, was ihr wahrscheinlich schon gehört habt von, ist bei uns die Bonn Bottle. Damit wollen wir den Plastikverbrauch reduzieren. Welche Projekte habt ihr denn schon alles auf den Weg gebracht? So jetzt in eurer zweijährigen Laufbahn, sage ich jetzt mal. Die relativ großen Müllsammelaktionen, die wir jetzt dieses Jahr gestartet haben, die sehr gut angelaufen sind auch, wo wir sehr viel gutes Feedback und auch viele tatkräftige Unterstützung bekommen haben. Das waren jetzt so die, würde ich sagen, größten Projekte, die wir bis jetzt umgesetzt haben. Ja, Corona hat uns ja leider auch so ein bisschen Strich durch die Rechnung gebracht, durch die Rechnung gemacht für 2020. Also wir hatten halt auch so Sachen wie zum Beispiel Kleidertauschbörsen geplant oder auch Veranstaltungen, wo wir dann irgendwelche Speaker einladen, die irgendwelche Themen dann vorstellen. Aber das hat ja dieses Jahr leider alles nicht stattgefunden. Aber wir hoffen dann, dass wir das dann alles nächstes Jahr nachholen können. Dieser Beitrag war als Teaser gedacht zu dem eigentlichen großen Infinity-Beitrag. Dieser kann ja momentan nicht stattfinden. Ich hoffe, dass sich das bald ändern wird. Bis dahin, bleibt gesund.